Boah, ich glaube nicht, dass ich das mache. Aber na gut, muss halt auch mal sein. Mein erstes Standarddeck hatte ich 2003 oder so. Das war ein WCD-Deck. Das war nicht turnierlegal. Mein zweites Standarddeck, diesmal sogar turnierlegal, habe ich 2020 gekriegt. Dieses Standarddeck würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Ihr seht es im Titel. Es ist Boros Cycle, Jeskai Cycle, Five Color Cycle, Four Color Cycle. Wie man das auch immer nennen möchte, es ist ein sehr cooles Deck. Es ist vor allem super günstig. Aktuelle Preise sind hier kurz eingeblendet. Und genau deshalb habe ich das. So, starten möchte ich bei der Mana-Basis. Die Mana-Basis ist ultra krass. Also die Preise, eine Ebene, zwei Ebene, drei Ebene, vier Ebene, fünf Ebene, sechs Ebene, sieben Ebene, acht Ebene, neun Ebene, zehn Ebene. Elf Ebene. Das ist schon mal ein Preispunkt von einer Menge. Das kostet schon mal eine Menge Geld, elf Ebenen zu haben. Dann haben wir die zweite Basic Land. Mountain. 7 Mountains, 18 Länder. Ist ein bisschen viel, ich bin zwischenzeitlich mal runtergegangen und wieder hochgegangen. Es gibt Leute, die spielen da Schock-Duels drin. Das ist Quatsch, die braucht ihr nicht. Die sind kacke da drin, die braucht man nicht. Sie machen 0,002% aus. Das ist Quatsch, macht das nicht. Ihr wollt doch kein Geld ausgeben. Ebenfalls sehr günstig sind die nächsten paar Karten, die sind richtig, richtig krass. Wir haben zwei Vosswell Ambush, die kann man cyclen. Ich erkläre nicht mehr, weil der Rest ist irrelevant. Boon of Wishgiver. Die kann man cyclen, aber nicht casten. Ihr kennt ja die Mana-Basis. Startling Development, die kann man cyclen. Und Memory League. Es gab am Anfang mal den Versuch, Memory League auch damit reinzukriegen, dass man die casten kann. Die kann man alles cyclen. Das ist alles, was die Karten können. Und das sind unsere Cycler. Mehr braucht die Welt nicht als cyclen. Warum? Weil wir aus Cyclen Value generieren. Die wichtigste und coolste Karte in dem Deck, hier Flourishing Fox. Einmal 1-1, immer wenn eine Karte gecycelt wird, kriegt ihr eine +1/+1 Marke. Heißt, ihr droppt in der ersten Runde, cycelt danach zweimal und geht für 3 hauen. Das ist Delver-Style. Gute Karte. Haben wir viermal. Auch viermal haben wir Drunit Stinger. 2x2/2, immer wenn man eine Karte cycelt, fügt ihr Mieter einen Schaden zu. Und der kann auch selber gesagt, ich habe vergessen, der Flourishing Fuchs kann auch gecycelt werden. Und der Stinger kann gecycelt werden. Heißt, was er mit +1/+1 Magen macht, macht er über direkt Damage im Gesicht. Gute Karte. Haben wir viermal. Auch für 2 Mana. Valiant Rescuer. 2x3/1, immer wenn ihr das erste Mal in einem Zug cycelt, wichtig, er ist der Einzige, der irgendwo eine Restriction hat, kreiert man einen 1-1 Human. Das heißt, man cycelt im eigenen Zug, man cycelt im Gegnerzug, der kreiert jede Runde 2 Human Tokens. Kann auch gecycelt werden. Gute Karte, haben wir viermal. Dann, weil wir noch Platz hatten, Drenith Healer. 2x2/2, immer wenn eine Karte gecycelt wird, kriegt man Leben. Gerade gegen Monorot, Aggro ganz gut. Und auch im Mirror nicht zu unterschätzen. Ja, und den kann man cyclen. Das ist eine gute Karte, die haben wir viermal. Dann haben wir unseren einzigen Removal im Deck, Go for Blood. 2 Mana, eine Kreatur fightet eine andere Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Also eine Kreatur, die wir kontrollieren, fightet eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Damit wollen wir entweder den Flourishing Fox oder kleine 1-1 Death Touch aus dem Weg räumen oder mit dem Valiant mal einen 3 Schaden schießen oder so. Und natürlich, cyclen ist eine gute Karte, spielen wir viermal. Kommen wir dann zu den Foodful Crater. Die wurden mir empfohlen von demjenigen, der mir das Deck hier gezeigt hat, der liebe Kevin. Die wurden am Anfang nicht gespielt, die werden mittlerweile auch hart gespielt. Einmal ein Enchantment, ein verzauberten Land. Das Land hat Tappen, die eine Kreatur kriegt, Eile Trampel. Das Eile ist ganz wichtig, weil man damit eben auch mal schnell so 3 Damage durch den Valiant mal raushauen kann. Trampel ist wichtig wegen dem Flourishing Fuchs, der halt oftmals auch so 5, 5, 6, 6, 7, 7 sein kann und man den nicht mit dem 1-1 einfach blockt haben will. Außerdem kann man die Karte cyclen. Eine gute Karte, die spielen wir viermal. Und dann spielen wir die wichtigste Karte in dem Deck, Zenit Flare. 4 Mana Instant, Instant. Wir fügen an irgendeinem Ziel, einer Kreatur, einem Planeswalker, einem Spieler, x Schaden zu, wobei x die Anzahl an Karten mit Cyclen in unserem Friedhof sind. Ich habe erwähnt, das kann man alles cyclen. Das ist Main Deck. Da wir jetzt in Ikoria sind und ihr seht, nichts von unseren Karten kostet, von den Karten kostet 2 oder höher, rufen wir den Companion. Companion ist Luros, wunderschön. Hier darf man ja spielen, Standard. Sonst darf man den ja nicht spielen. Der sagt 3x3/2, wenn euer Startdeck nur umgewandelte Mana kosten mit 2 oder weniger hat. So, jetzt habe ich's. Dann dürft ihr den als Companion wählen. Und jede Runde dürft ihr eine Karte, so am Friedhof, eine bleibende Karte, mit Mana kosten 2 oder weniger casten. Das wollen wir eigentlich gar nicht, weil dadurch machen wir weniger Schaden mit dem Zeniten. So, mit dem Luros ist einfach nur so, jeder spielt einen Companion, wir wollen nicht ausgeschlossen werden, also spielen wir auch einfach mal einen Companion, weil wir es können und weil wir den Platz im Sideboard haben. Das ist das Main Deck. Luros aktuell, Tag der Aufnahme, 7 oder 8 Euro. Der Rest von dem Deck, 5 Euro. Gucken wir uns das Sideboard an. So, Luros gehört natürlich ins Sideboard eigentlich. Dementsprechend ist das unsere erste Karte. Die habe ich schon erklärt. Dementsprechend kommt die nicht mehr rein. Dann spiele ich ein Shredder Sails.
Zweimal Instant, man zerstört ein Artefakt oder man fügt einer Kreatur mit fliegend 4 Schaden zu. Und man kann ihn cyclen für 2 Mana. Warum spiele ich die Karte? Weil ich sie als Pack-Karte, also als Pack-Karte oben auf einem Bestellung bekommen habe und dachte, die Karte ist cool. Ist halt echt kein Scherz. Das ist der Grund, warum ich die Karte spiele. Dann haben wir Blitz des Donnerraptors. 2 Mana Spontanzauber. Und der fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker Schadenspunkt in Höhe der Spontanzauber und Hexereien in eurem Friedhof zu. Nur Kreaturen und Planeswalker bedeutet, man kann halt nicht aufs Gesicht schießen, aber man kann damit eben gegnerisch nervige Planeswalker oder gegnerisch nervige Companions abschieben. Nicht zu verachten, gerade weil die ganzen Cycle-Karten fast alle Instant oder Sorcery sind. Dann wird Standard aktuell überrannt von komischen Titanen und eigentlich auch von Lukas, aber die sehe ich noch nicht ganz so krass. Von den Titanen eher. Deswegen spielen wir 2 Soulguide Lantern. Ein Mana, wenn sie ins Spielfeld kommt, exilen wir eine Karte, tappen, opfern, wir schicken einen Friedhof von einem Gegner ganz ins Spiel. Ein Mana, opfern, eine Karte ziehen. Wichtig, kann man mit Luros halt echt cool benutzen, um entweder Karten zu ziehen oder um dauerhaft Friedhöfe zu exilen. Da wir natürlich auch was gegen Companions haben, weil Companions sind doof und alle spielen Companions, spielen wir 2 Drenneth Magistrat. Es gibt auch Leute, die spielen hier einen Gravedigger's Cage. Der Gravedigger's Cage kostet halt irgendwie 5 Euro das Stück, die Dinger irgendwie 50 Cent. Ich möchte das Ding Budget halten. Ich spiele 2 von den Drenneth Magistrates. Zu meiner 1-3, der Gegner kann nur von der Hand zaubern. Macht es ein bisschen madig, wenn man gegen diese Mutate-Scheiße spielt, die halt oben vom Deck runterlegt. Aber gut, was soll's. Dann 2 Fight as One. Ein Mana, man sucht eins oder beides aus. Eine Human-Kreatur kriegt +1/+1 und Zerstörer bis zum Ende des Zuges. Eine Nicht-Human-Kreatur kriegt +1/+1 und Zerstörer bis zum Ende des Zuges. Man hat gesehen, wir spielen eine Menge Humans, wir spielen aber auch den Fuchs. Und dementsprechend kann der Fuchs, beziehungsweise auch Lurus als Katze, da auch mal geschützt werden. Dann spielen wir gegen Temo Reclamation und gegen Leyline und den ganzen Rotz 3 Light of Hope. Ein Mana Instant, man kriegt entweder 4 Leben, zerstört eine Verzauberung oder legt einen +1/+1 Counter drauf. Ein Mana zerstörende Verzauberung ist tatsächlich das, was drauf ist. Und dann, weil ich andauernd in doofe Mirrors renne, weil das Deck kostet nichts und jeder spielt es, habe ich eine Savai Donnermeere im Sideboard. Ein rotes, ein weißes, 3-2. Und immer wenn man eine Karte cycelt, kann man 2 Mana bezahlen. Wenn man das macht, fügt man einer Kreatur eurer Wahl 2 Schadenspunkte zu und man erhält 2 Lebenspunkte. Das ist wichtig, weil im Mirror halt die Rescuer und die Life Gain und die Schadendinger richtig, richtig reinknallen. Man gewinnt selten über den Spell, man muss über die Boardkontrolle gewinnen. Das ist da der Fall. Man kann auch, die habe ich dafür rausgenommen, die hatte ich bis gerade eben drin, Blazing Volley. Ein Mana Sorcery, man fügt jeder Kreatur, die Gegner kontrolliert, einen Schaden zu. Kann man auch spielen. Das ganze Deck besitzt diese beiden Rares mit den Dunriff Magistrates. Je nachdem, wie hart ihr das eben spielt, könnt ihr da auch andere Karten verspielen. Und den Lugros. Der Rest sind Kanzen, Ankanzen. Das Deck ist super billig, super straight. Die meisten eurer Gegner werden sie kennen. Und meine Höhlen sind teurer als mein Deck.